In Teil 10 unserer Videoreihe Lore der Schiffshersteller machen wir den bisher größten Sprung in der Geschichte und reisen fast 30.000 Jahre in die Vergangenheit. In einer Zeit, als an eine UII noch nicht mal im Ansatz zu denken war und als auf der Erde nur Jäger und Sammler lebten, war das Volk der Xian bereits zu den Sternen aufgebrochen und hatte einige Planeten kolonisiert. In dieser Zeit liegen die Wurzeln des großen Frachtschiffherstellers des Xian-Imperiums, Getek. Doch um Geteks Aufstieg zu verstehen, müssen wir tief in die Geschichte des Volkes der Xian eintauchen. Ihr seht ein neues Video der Starlight Nomads und mein Name ist Sleepy Knight. Kennt ihr schon unseren Twitch-Kanal? Jeden Dienstag ab 21 Uhr sind wir dort für euch live. Schaut gerne mal rein. Wir freuen uns auf euren Besuch. Den Kanal findet ihr unter twitch.tv/sltc-live. Wie immer gilt, wenn euch gefällt, was wir auf diesem Kanal machen, abonniert ihn, liked das Video oder schreibt uns in den Kommentaren. Wir freuen uns über jedes Feedback. Bevor wir loslegen, ein kleiner Disclaimer zu diesem Video. Da die Sprache der Xian recht kompliziert ist, nehmt bitte Rücksicht darauf, dass eventuell meine Aussprache nicht richtig ist. Vor knapp 30.000 Jahren lebten die Xian auf ihrem Heimatplaneten unter der Kontrolle von 4 großen mächtigen Häusern, die sich alle anderen Häuser untertan machten. Die Häuser Ch'i, P'o, A und Ua-I. In den laufenden Jahren stiegen die Spannungen unter den Häusern immer weiter und brachen immer wieder in Konflikten aus. Bis im Jahr 26.038 vor Christus das Haus Ua-I so viel Macht auf sich vereinigen konnte, dass es dem Haus gelang, das erste Raumschiff zu entwickeln. Von nun an waren die Xian eine raumfahrende Spezies. Es dauerte nicht lange, bis die anderen Häuser nachzogen und eine regelrechte Welle der Kolonisierung erst durch das Sonnensystem der Xian zog und schon bald darauf auch benachbarte Systeme von den Xian bevölkert wurden. Die Heimatwelt der Xian, Rui Xian, wurde oft von Unwettern heimgesucht. Obwohl in ständiger Konkurrenz zueinander, bauten die Häuser gemeinschaftlich ein Netz aus Wetterkontrollsatelliten auf, um den Planeten und seine Bewohner von den Unwettern zu befreien. Damit niemand das Netz missbrauchen kann, wurde die Funktionsweise des Netzes gevierteilt und jedes Haus bekam Zugriff auf die gleiche Menge an Satelliten. Ähnlich wie auf ihrem Heimatplaneten zuvor, teilten sich die einzelnen Xian-Häuser die Macht im Xian-Raum ebenfalls auf. Fast 6000 Jahre lang dehnten sich die Xian immer weiter aus. Doch die Spannungen zwischen den Häusern wurden dabei immer schlimmer. Das friedfertigste unter den 4 Adelshäusern war dabei das Haus Ru'a, das stets den Weg der Diplomatie gegenüber dem Weg des Konflikts bevorzugte. Ua war zwar militärisch nicht das stärkste Haus, aber verfügte über einen großen Reichtum, da sie sehr geschickt im Handel waren. Zu verdanken hatten sie diesen Vorteil einem ihrer Lakaienhäuser namens Ngatak. Ngatak baute vorzügliche und schnelle Frachtschiffe, die für Ua's Handelsrouten und für deren Logistik essentiell waren. 20.044 vor Christus eskalierten allerdings die Konflikte zwischen den einzelnen Häusern. Das Haus T'o stand kurz vor dem Aussterben. Da die Xian zu dieser Zeit in einem Matriarchat lebten, waren die weiblichen Mitglieder der Häuser ihre Oberhäupter. Und ein Haus ohne Matriarchin war den Untergang geweiht. Jedoch verliebte sich die einzige Tochter des Hauses in einen Sohn des konkurrierenden Hauses Ua-I. Als sie aus dem Haus O flüchtete und sich dem Haus Ua-I anschloss, war die Existenz des Hauses O so sehr gefährdet, dass sie dies nicht einfach so hinnehmen konnten. O griff zu den Waffen und erklärte Haus Ua-I den Krieg.
Zwar gab es schon immer bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen den einzelnen Häusern der Shian, doch dieser war anders. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte ging es um die blanke Existenz eines Hauses, was dazu führte, dass Kl'o den Krieg weit rücksichtsloser und brutaler führte als in all den anderen Konflikten zuvor. Es dauerte nicht lange, bis die anderen Häuser in den Konflikt mit hineingezogen wurden. Handelsrouten wurden unterbrochen, die Versorgung mit Lebensmitteln und anderen Dingen des täglichen Bedarfs brach im gesamten Shian-Raum ein. Und das Volk selbst von den nicht beteiligten Häusern litt. Nach nur einem Jahr war die Versorgungslage so schlecht, dass eine Hungersnot um sich griff. Die Häuser Ch'i und Ruhr A waren gezwungen, im Konflikt Partei zu ergreifen. Kl'o war zwar das militärisch mit Abstand mächtigste Haus, aber der geballten Kraft der Häuser Ch'i, Ua'i und Ru'a konnten die Kl'o auf Dauer nicht standhalten. Dennoch dauerte der Krieg 289 Jahre lang an und kostete Millionen Shian das Leben. Fast alle Kolonien wurden verwüstet. Da allerdings der Krieg fast nur auf den Planetenoberflächen ausgetragen wurde und kaum mit Raumschiffen, kam den Transportschiffern des Hauses Ngatak eine besondere Rolle zu und machte im Laufe des Krieges Ngatak immer reicher und mächtiger. Dennoch hielten sie stets loyal zu ihrem übergeordneten Haus Ru'a. 19.755 vor Christus waren die Armeen von Kl'o dann endgültig so sehr geschwächt, dass eine Niederlage nur noch eine Frage der Zeit war. Der Krieg hatte in den letzten 200 Jahren so sehr gewütet, dass es kaum noch Shian auf den Koloniewelten gab und die meisten Shian wieder auf ihrer Heimatwelt Rui-Xian lebten, die bis dahin vom Krieg am meisten verschont wurde. Um den unausweichlichen Untergang zu entgehen, bot Haus Kl'o einen Waffenstillstand an. In einer Friedenskonferenz auf Rui-Xian, an der alle vier großen Häuser plus Haus Ngatak teilnehmen sollten, sollte eine Nachkriegsordnung besprochen werden. Doch einige Hardliner im Haus Kl'o wollten nicht, dass ihr Haus ein Dasein in der Zweitklassigkeit in Zukunft fristen würde. So entschieden sie sich zu einem radikalen Schritt. Das inzwischen über 5000 Jahre alte und damit antike Wetterkontrollsatellitensystem, das die Unwetter auf Rui-Xian bändigte, war noch immer in Betrieb. Im Laufe des Krieges gelang es Spionen von Haus Kl'o, die Zugangscodes der anderen Häuser zu beschaffen. Jetzt, da die wichtigsten Vertreter aller Häuser an einem Ort versammelt waren, war es Zeit zuzuschlagen. Zwar würden sie ihre eigenen Leute auch mit umbringen, aber sie waren bereit, sofort loszuschlagen und die Verwirrung und das Chaos unter den anderen Häusern auszunutzen, direkt nach dem Angriff. Die Satelliten direkt über den Ort der Konferenz wurden so eingestellt, dass sie im Bereich der Konferenz die Atmosphäre vergifteten und damit alle Konferenzteilnehmer auslöschten. Zunächst lief der Plan der Kl'o-Hardliner perfekt. Alle Konferenzteilnehmer und viele Unschuldige in der Region fanden den Tod. Doch sie hatten nicht damit gerechnet, wie anfällig das inzwischen über 5000 Jahre alte Satellitensystem war, die noch aus den Anfangsjahren der Raumfahrt stammten. Durch eine Fehlfunktion sprang der Befehl, die Atmosphäre zu verändern, von Satellit zu Satellit und vergiftete nach und nach den gesamten Planeten, der dadurch unbewohnbar wurde. Auch die Kl'o-Verschwörer wurden Opfer ihres eigenen Anschlags. Was folgte, war eine beispiellose Evakuierungswelle. Mit den Schiffen von Haus Ngatak versuchte man, so viele Shian vom Planeten wie möglich zu retten. Letztendlich gelang es nur, einen Bruchteil der Bewohner zu retten. Die überlebenden Shian flüchteten sich nach Ka'ua, der nächsten Shian-Kolonie. Der Krieg, der als die große Teilung in die Geschichte der Shian einging, endete damit, dass sich die Shian beinahe selbst ausgelöscht hätten. In den folgenden Jahren baute man den Planeten Ka'ua zum neuen Haupt- und Heimatplaneten der Shian aus. Haus Kl'o war besiegt und erkannte seine große Schuld im Konflikt an. Sie beschlossen, die Familienlinie nicht mehr weiterzuführen und gingen ins Exil. 100 Jahre nach Ende des Krieges war Haus Kl'o ausgestorben. Die drei verbliebenen Häuser Ch'i, Ua'i und Ru
USA einigten sich in Konsultationen auf eine neue Regierungsform. Haus Ru'a, das stets als das Besonnenste galt, sollte zum neuen Kaiserhaus werden und von nun an die Geschicke der Shi'an leiten. Haus Ch'i und Haus Ua'i sollten als Berater dem neuen Imperator zur Seite stehen. Des Weiteren führte man das Monopolsystem für die Versorgung des Imperiums ein. Stets sollte nur ein Haus oder eine Firma oder ein Konzern das Recht besitzen, bestimmte Produkte zu produzieren und das Imperium damit zu versorgen. Sollte ein anderer bessere Produkte produzieren, so müsse er den Inhaber des Monopols beim kaiserlichen Hof herausfordern. An dieser Stelle eine kurze Anmerkung meinerseits. Wenn ihr mehr über das Monopolsystem erfahren möchtet, schaut euch das Video zu Aopoa an, in dem ich das Shi'an-Monopolsystem erklärt habe. Ich werde es euch hier an dieser Stelle oben im Video verlinken. 13 Jahre nach dem Ende des Krieges entschied sich Haus Ua'i, dass es mit den getroffenen Vereinbarungen nicht zufrieden sei und versuchte sich an einem Putsch, welcher mit dem Untergang des Hauses nach nur einem Jahr endete. Das Haus Ua stellte bis in das Jahr 878 vor Christus das Kaiserhaus und damit die Imperatoren des Shi'an-Imperiums. Aus Dankbarkeit, dass Haus Ngatak mit ihren Schiffen so viele Leben von Shi'an retten konnte, erhielten sie das Recht auf das Monopol für Frachtschiffe, das ihnen seitdem niemand streitig machte. Im Laufe der Jahrtausende schwand die Macht der verbliebenen zwei Häuser und kleinere Häuser konnten immer mehr Macht an sich bringen. Nachdem Haus Ru'a viele tausend Jahre später, 878 vor Christus, ausstarb, wurde das Recht von Haus Ngatak auf das Monopol vom neuen Kaiser aus dem Haus Xu'o nicht angefochten. Die Xu'o-Dynastie allerdings konnte sich nur ca. 1700 Jahre lang an der Macht halten. Der letzte Xu'o-Imperator starb, als die Shi'an in einen Konflikt mit der Alienrasse Kr'tak 1706 nach Christus angegriffen wurden. Die darauffolgenden Jahre ohne Kaiserhaus, die in der Shi'an-Geschichte als die dunkle Zeit eingingen, überstand Haus Ngatak deshalb so gut, da ihre Schiffe stets das Rückgrat des Shi'an-Handels ausmachten. Als 1824 allerdings das heutige Kaiserhaus Kre den imperialen Thron bestieg, wurde es für Ngatak immer enger. Das neue Kaiserhaus sah das Monopol von Haus Ngatak nicht mehr als gegeben an und Ngatak musste sich immer wieder neuen Herausforderern stellen. Ngatak ist aber als eines der ältesten Häuser im Shi'an-Reich inzwischen sehr erfahren, wie man mit Krisen umgeht. Zum einen hat man sich die Kree-Imperatoren stets zum Freund gemacht, indem man immer zwei Plätze im Firmenrat für die kaiserliche Familie vorbehält. Zum anderen ist man stets bemüht, die modernste Technik in seine Schiffe einzubauen. Ngatak war dafür auch stets bereit, neue Technologien anderer Völker zu nutzen. Als mit dem Ende des Kalten Kriegs zwischen den Shi'an und der Yue'i der Imperator beschloss, technologischen Austausch und Handel zwischen der Yue'i und dem Shi'an-Imperium zuzulassen, war Haus Ngatak mit eines der ersten, das diese technologischen Austausch nutzte und außerdem auch auf den menschlichen Markt Fuß fassen wollte. Um dies zu erreichen, beschloss die Firma, ihren Namen für Menschen besser aussprechbar zu machen und firmiert in der Yue'i unter dem Namen Gatak. Das erste für Menschen erwerbbare Shi'an-Frachtschiff, die Gatak Railen, wird seit 2951 für menschliche Crews angeboten. Das war Teil 10 unserer Videoreihe Lore der Schiffshersteller im Verse. Ich hoffe, ihr fandet das Video informativ und ein wenig unterhaltsam. Bis bald im Verse, euer Sleepy Knight.